Ja, hallo Lieben. Ja, herzlich willkommen zur nächsten Bachelorette-Folge. Also, ich fand sie enorm schwach, die ganze Folge, muss ich echt sagen. Dass ich da jetzt, es ist echt schwer, da was zu sagen. Also, es gab, ja, wieder Gruppendates, wo wieder sich jemand, ich weiß nicht, warum die das nicht ein bisschen sicherer gestalten, wo sich wieder jemand Fuß irgendwie gebrochen hat. Und aus diesen Gruppendates wurde dann immer einer genommen, der dann wieder ein Einzeldate hatte noch nach dem Gruppendate. Und ja, einmal mussten die Männer kochen und einmal so ein Parcours bewältigen. Und ich fand es, also ich weiß auch nicht, also ich finde das auch so deprimierend, dass, ja klar, man sagt, die Melissa sucht jemanden und ich glaube, da können sich auch ganz viele mit identifizieren und gleichzeitig, wie sie dann so zielsicher dazu neigt, dann die Männer rauszuwählen, die entweder noch nie eine Beziehung hatten oder ganz lange keine Beziehung hatten oder ja, scheinbar so egozentrisch sind, dass alle anderen Männer sie irgendwie nicht gut finden und abgefuckt sind von Menschen und so. Wo ich dachte, also das ist irgendwie, also das triggert mich schon an beim Zugucken, wenn ich das so sehe, wie sie da vielleicht, ich kenne sie nicht, im Liebeship folgt, der einfach auf Männer geht, die, ja, weiß ich nicht verfügbar sind oder ihr Ding machen oder zu sehr ihr Ding machen, ich weiß nicht. Also ich konnte es, ich fand es teilweise, konnte ich es echt schlecht angucken, muss ich echt sagen. Und klar, man könnte jetzt wieder Sachen rausziehen, was war gutes Dating, nicht so gutes Dating, aber ich fand es jetzt auch teilweise die Beispiele gar nicht so gut, weil also sie, ja, keine Ahnung, also da zumindest ein Mann dabei war, der echt Sachen gemacht hat, wo ich denke, also ja, weiß ich nicht, ist einfach zu viel, zu doll, aber man sieht dann, sie geht drauf ab. Und das hat mich schon wieder echt angetriggert, das zu sehen. Ich weiß es nicht. Also, keine Ahnung. Und ich weiß, es mögen sie ganz viele und ist bestimmt ein sympathischer Mensch, aber also ich kann diese immer gleiche Lache nicht gut vertragen. Also so privat könnte man es schon gut vertragen. Also er wäre sicher noch anders, aber in so einer Fernsehsendung, die ja davon lebt, dass jemand, wie gesagt, sehr vielfältig ist, finde ich das schwierig. Und ja, ich weiß nicht. Also ich fand die Männer auch teilweise auch langweilig, wie sie auf diesen Dates agiert haben. Und also ich weiß auch nicht. Hat mich irgendwie nicht gepackt, die Folge, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, keine Ahnung. Hab ich schon überlegt, ob ich das weiter kommentiere, muss ich echt sagen, weil irgendwie, ja, weiß ich auch nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt. Freue mich sonst über Kommentare, wenn ihr die Folge auch gesehen habt. Also es ist irgendwie kein richtiger Drive drin, ne? Oder dass man so merkt, dass so richtig emotional wird oder so richtig abgeht oder weiß ich nicht, Emotionen hochkommen und wie geht's jetzt weiter und ja. Also, und wie gesagt, mich persönlich fuckt so ein bisschen ab, wenn man so sieht, aber das mache ich jetzt mit meinem Job auf dem anderen Kanal zusammenhängen, wenn jemand vielleicht nicht das optimale Bindungsmuster hat und dann so zielsicher bestimmte Männer raussucht, wo man so denkt, die werden ihr wahrscheinlich auch nicht gut tun, so nett sie auch sind und es kein richtig und kein falsch gibt. Oh, heftig. Aber naja, freue mich über eure Kommentare und hoffe, nächste Folge wird ein bisschen ertragreicher, so aus meiner Sicht.